So, we back, we back. Welt 6, schwarze Box. So, ich bin mir sicher, wir schaffen in dieser Folge bis zur Welt 7, zweites oder drittes Level. Das heißt, entweder nächste Woche, wenn ich das ein bisschen strecke und mir Mühe gebe und nicht so viel faile, ist das Let's Play vorbei. Ansonsten brauchen wir noch eine Woche. Alter, wieder... What the fuck? Warum ist da so eine Blackbox? Oder was ist das? Was sind diese schwarzen Dinger? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe einfach weiter. Wir brauchen auf jeden Fall nur 60... Starcoins. Ich glaube für die Blackbox hier. Und wir hatten, wie viel? 76 oder so? Wir müssen uns, glaube ich, etwas beeilen. Okay, passt. Bong. 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 Ich habe keine Ahnung, ob da sich eine Starcoin befindet. Wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin zu sehr ein Schisser bei Ice Level. Nachzuschauen. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir einen Tanuki. Ja, kriegen wir einen. Und der Trade war sogar worth it, wenn ich das jetzt nicht verliere. Nice. 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 Noch nicer. Am nicesten. Ganz nice. I like it. Weiter geht's. Let's go. Starcoin. Oder was ist hier? Ziel direkt. Okay, das heißt, wir haben die... Ja. Okay. Hat keiner gesehen? Whatever. Wir haben die erste und dritte verpasst. Ja, okay, ist jetzt nicht allzu schlimm. Wenn man mein Commentary nicht so on point ist und etc. pp., dann... Denkt einfach dran, ich mache das Ganze live. Erstens das. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Es gibt 10.000 andere, die das live machen. Aber Mario braucht manchmal Konzentration und manchmal, finde ich, muss man einfach still sein an manchen Stellen. Oder kann nicht allzu viel Scheiße labern, wie man es vielleicht gewohnt ist. Deswegen verzeiht mir, aber ich glaube, diejenigen, die Mario selbst spielen oder andere... Mario-Tuber, sag ich mal, anschauen, die wissen, was ich meine. Starcoin? Nice. Warum erinnern mich diese Dinger immer an riesige Dildos? Ich weiß nicht warum, aber ja. Starcoin? Oh fuck. Nein, nein, dich kriege ich noch. Nein, nein. Das ist meine Antwort darauf. Come on, ich liebe Autoscroller. Die sind so verdammt gut, Alter. Ich würde gerne jedes Level im Autoscroll spielen. Denn nur so macht Mario am meisten Spaß. Kennt man ja, ne? So, wir müssen auf jeden Fall richtig weit nach vorne. Und ich habe auch eben gerade gefailed. Das habe ich sowieso gesehen, weil ich muss eigentlich nur also runter. Komm, 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 komm. So. Also es sollte reichen, wenn ich nicht wieder fail. Reicht. Sehr schön. Holy shit. Brauche ich einen Bandsprung? Ja, brauche ich. Okay. Nein! Nein! Nein!
Frage. Du bist so ein behindertes Stück Scheiße. Einfach nur, Mann. Ey, Junge, das gibt es einfach nicht. Als ob, Mann, ey. Behindert einfach nur. Okay, jumpt aber rauf, danke. Lel. Oh mein Gott. Danke. Danke, dass du so richtig kompetent bist. Nicht. Hier wäre ein Jump notwendig gewesen, aber er jumpt einfach nicht. Na schön, dann eben nicht. Whatever. Ist kurz vorm Ende auch noch. Ist das wieder ein Genji-Main? Ich denke mal schon, oder? Weil sonst wäre das von der Boss-Mechanik dumm. Ja. Okay. Sup, Bitch. Oh mein Gott, die macht ja auch den Ninja Turtle Move, ne? What the fuck war das gerade? Hallo? Danke. Die WoW-Mechanics. Bei mir läuft. Boom! Destroyed. Puh. Aber dass ich gerade auf dem Panzer 10.000 Mal gebounced bin, das fand ich schon interessant. Das war cool. Boom! Nice. So. Wir sind ja noch nicht ganz mit dem Let's Play fertig. Aber für die Leute, die sich das von Anfang an angeschaut haben oder von mir aus letzte Woche fertig gemacht haben, angefangen haben, oder die jetzt diese Woche dazugekommen sind, was meint ihr? Sollte ich weitere Mario-Titel Let's Playen? Ist das witzig? Was ich mache, meins halt und so, ist das unterhaltsam. Und vor allem, wie gefallen euch dieses Marios Tipbox? Lasst es mich wissen. So, wir sind back. Wir sind back im Business. So Poison Ivy mäßig. Gefällt mir auf jeden Fall. Vom Exterior Design. Exterior. Was befindet sich hier? Nichts. Okay. Froschman! Nice! Was hast du? Nichts. Doch, hier. Bium. Findet sich hier links was? Kennt ihr diesen Witz? Oder kanntet ihr den Witz überhaupt? Dieses, deine Mutter ist so dumm, die läuft bei Super Mario nach links. Also den fand ich jetzt irgendwie nicht so krass, aber damals, wo diese Mutterwitze in waren, war das schon witzig. Irgendwie auf seine eigene Art und Weise. So kommen wir noch mal am schnellsten runter, meiner Meinung nach, mit so einem Stampfer. So, hier muss sich aber jetzt was befinden. Feuerblume. Let's go. Oh. Dann nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die roten... Oh, ein Pilz, cool. Die roten Coins sind. Für das P. Aber we shall see. Ich wusste es. Ich wusste es einfach nur.
Wir waren schon zu convenient geplaced. Wegen... Warte mal. Das hier... Ein Zusatzweg? Sekunden? Oder ist rechts der Zusatzweg? Rechts ist der Zusatzweg und ich glaube, wir kommen nicht mehr zurück, oder? Doch. Es wird schwer. Mario, come on jetzt. Naja, wir kommen, glaube ich, nicht mehr zurück. Ach, come on. Das ist so Bullshit einfach nur vom Level-Design her. Warum sollte man da nicht zurückkommen? Wie dumm ist denn das? Weißt du, da musst du das Level eben nochmal spielen. Ah, das ist so dumm einfach nur. Hier hätten wir Feuerblume oder so gebrauchen können. Ich hole uns das hier. Ja, okay. Whatever, schnell rein da. Oder auch nicht, das ist nur ein Level-Up. Ach ja. Folgt mal den Coins. Vielleicht ergibt sich hier was. Eine Star-Coin. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Super Mario 64 Flashbacks! Ja. Warum ich hier nach oben geschwommen bin, das kann euch nur... Keine Ahnung, wer erzählt. Ich weiß es selbst nicht. Und jetzt bekommen wir eine Feuerblume, oder was? Ah, das ist so Bullshit. Wir hatten auch die zweite Starcoin, weil wir müssten in die Röhre rein. Das ist so Bullshit einfach nur. What? Okay. Okay. Whatever. Oh. Das ist Bullshit, das regt mich gerade richtig auf. Das regt mich doch gerade richtig heftig auf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich regt das gerade richtig auf. Ich muss mal eben was checken. Okay, passt. So. Die zweite Starcoin hätten wir easy, aber nein. Das Level ist ja so aufgebaut, dass man wieder nochmal durchrennen muss. Und wie gesagt, für die einen oder anderen klingt das, als ob ich mega salty wäre, ist es aber nicht. Es regt einfach nur auf. Es ist einfach dumm vom Level-Design her. Ja, gut. Ja, mein Arschbomben habt ihr ja gesehen, normalerweise gingen die durch. Gingen die durch vor allem. Gingen die durch. Aber anscheinend nicht. Anscheinend ja wohl nicht. Na gut. Ich dachte, die rollt bis zum Ende, weil der Boden da komplett anders gefärbt war. Ah, okay, da hat mich das Teil gebaitet. Fand ich jetzt nicht so cool von dem. Ey, das ist so Bullshit. Ich lass das Teil aus. Ich lass das Teil aus. Das ist so Bullshit einfach nur. Komm. What? Danke. Okay, bis wohin geht es? Bis hier vorne, okay. Ich muss mich retten. Ich darf nicht so dumm sterben. Gut. Das ist aber was. Okay, das ist nur ein Fenster gewesen. Woo!
Komm, hier. Und die, und die. Danke. Oh, meine Fresse, Mann. Ich spamme den Jump- und den Stampf-Button und da passiert einfach nichts. Oh, das ist so triggernd. Ich glaube, ich sollte einfach nie wieder Mario Let's Playen. Nie wieder. Nie wieder. Ich lasse es einfach. Ich lasse es einfach, ey. Okay, die geht nur so winzig. Oh, fuck, bin ich bad, ey. Wir haben es jetzt gerade mal zum Checkpoint geschafft. Nach 50.000 Versuchen. Damn, das war fies. Kann ich die dadurch einfach kaputt machen? Nein. Die werden wir verlieren, die Blume. Da hatte ich keine Wahl. Ich musste mich nämlich beeilen. Weil sonst die Stacheln gekommen wären. Okay, was hier hinter? Nur ein paar Münzen. Okay, immerhin in so einem dreckigen Kacklevel. Ja, roll halt vielleicht noch langsamer. Bräuchtest du irgendwie einen Rollstuhl? Keine Ahnung. Brauchst du einen Fahrstuhl oder so, damit es vielleicht etwas schneller geht? Wollte halt in Zeitlupe runter. Oh Mansen, oh Mansen, oh Mansen, ey. Warum bekommt man hier eigentlich nicht drei Items? Ich glaube, auf der Wii U zu World gab es dann zwei Boxen, glaube ich. Einmal die große und einmal die kleine. Und wenn du, glaube ich, die richtige Box dann im Tauhaus getroffen hast, dann gibt dir das drei Items. Oha. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Mario Galaxy. Da, wo die Biene war, dieses Bienenlevel. Etwas. Oh Gott. Naja. Eigentlich mag ich diese String-Dinger. Die sind cool. Kann ich so machen und dann... Nein, kann ich nicht. Warum sollte man das auch machen können? Wäre doch viel zu klug. Geh mal bitte weg. Muss ich darauf stampfen oder so? Hä? Okay, habe ich nicht gerafft. Starcoin. Erstmal nach oben. Checken, was da abgeht. Oh, I see. Warum kann man wieder zurück? Vielleicht wegen der Starcoin? Ja, aber wer übersieht denn die Starcoin da jetzt mal? Ernsthaft, wer übersieht die denn da? Also wer die da übersieht, der ist schon etwas blind. Aber naja, blind ist immer noch besser als schlecht. Jupp, oder es passiert sowas. Wäre fast runtergefallen. Juhu, 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 juhu.
Ist er immer noch zu tief? Ist, glaube ich, immer noch zu tief, oder? Ne. Einfach nur... Dingens nicht geschafft zu rennen. Nice. 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 Okay. Ich denke mal, von da kommen wir, oder? Von links, das... Ja, die letzte Starcoin, okay. Da war ein Toad. Hallo? Ach, da oben. Ah. Sogar mehrere. Ach, die ziehen doch ihre Fäden da, so wie die Spinnen, ne? Warum schaffe ich... Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen, warum schaffe ich dieses Level 100 mal einfacher als die Level davor? Obwohl wahrscheinlich diese Level für die meisten mehr Aids sind, waren, wie auch immer. Deutsch schwer. Ja. Geht der runter? Na, das war klar. Das war irgendwie klar. Ich glaube, das sollte reichen, oder? Von der Höhe. Ja. Nice. So langsam brauchen wir auch etwas mehr Zeit für ein Level. Was jetzt nicht schlecht ist, sogar eigentlich gut. Aber ja, ich möchte doch gern bitte nicht so viel failen, dass wir nächste Woche das Projekt abschließen können. Obwohl, wir haben nächste Woche ja auch 2 Tage, Samstag und Sonntag. Das heißt, ich müsste gar nicht jetzt mich unter Druck setzen und alles rushen. Oh, Super Mario 64 Welt. Wer die kennt, das war in... Also das Level war in der Uhr drin. Nice. Und das Level war ziemlich AIDS in der Uhr. Also wenn man es nicht kennt oder kannte... Soll ich denn da... Ah, okay. Wobei das hier, glaube ich, auch AIDS sein könnte. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt 3 Wege. Okay, der eine Weg, der war jetzt nicht so cool, weil da direkt so ein Biber-Bro war. Hier sehe ich schon, wie wir weitergehen. Wenn ich den Wandsprung schaffen würde, dann vielleicht, maybe. Kommen wir hier nicht raus, weil wir groß sind. Das heißt, ich muss tatsächlich hier jetzt rein, rechts. Ja. Gut. So kann man es natürlich auch machen. Sich immer treffen lassen. Ah, ich muss auch auf ihn rauf, ne? Weil ich ein Mini-Mario bin. Okay, das wäre dann auch geklärt. Dann haben wir wenigstens hier die Halbzeit. Halbzeit sag ich jetzt auch schon. Oh mein Gott, Checkpoint. Warte mal. Wait, what? Ach, das Teil dreht sich. Piss dich, Mann. Oh Gott. Ich gehe geradeaus. Warum auch nicht? Fuck yes, Starcoin. Nice. Puh.
Piss dich. Piss dich. So, wir warten nochmal. Safe is safe, Madeus. Madeus. Safe is safe. Mimsy 2018. Denn safe ist nicht gleich safe. Man muss erst safe safe sein, damit safe ist. Versteht, was ich meine, oder? Alles klar. Dann sind wir ja auf der gleichen Wellenlänge. Eine warte ich noch ab. Oder whatever. Ich wollte eigentlich den Longjump machen, aber ging nicht. Gut. Eine Welt sollen wir noch schaffen. Und dann sind wir wieder beim Boss in Welt 7. Nice. Nice. Ach ja, der sägt die Kacke dann ab, da, ne? Mhm. Jap, 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 die kenne ich doch noch. Die Box war gebaitet. Ich bin wieder 5 Kilometer zu weit gesprungen. Gut. Und Super Mario Speedrun. Nevermind. Okay, ich hör auf mit der Scheiße. Können wir ja im Prinzip einfach durchrennen, weil nichts davon bringt uns auch nur irgendetwas. Ach, war ich nicht auf... War doch auf dem Goomba drauf, ne? Ich sehe das ja, wenn das Video online ist. Ich glaube aber, ich war drauf. Oder war ich genau vor seiner Fresse? Ich weiß es nicht. Schwer einzuschätzen. Oh, von den Dingern kriegt man auch Damage. Natürlich, was denn auch sonst? Ich meine, es macht halt Sinn, sind halt Kettensägen, aber... Jetzt nicht so, dass irgendwie der Druck besteht. Warte mal, machen die das kleiner? Seriously? Okay. Drop doch bitte ein Tanuki für mich. Please. Okay, wie mache ich das am besten? Ich warte noch mal, bis da einer rankommt. Komm. Komm. So wollte ich es nicht, aber es hat trotzdem fast geklappt. Okay, hat geklappt. Im Prinzip, wir haben getradet. Gut, das wird 100 Pro doch irgendwo auch abgesägt, ne? Okay, scheiß auf die Box gerade. Das war mir viel zu scary. Holy shit, war das scary. Ich glaube, die können wir ignorieren, die Goombas. Wenn ich... Oh Gott. Wenn ich hier stehe... Wir müssen rüber. Dann müssen wir nochmal rüber. Müssen wir komplett rüber. Nope, wir mussten einen Longjump machen. Ich war mir nicht sicher, ob wir das mit einem normalen Jump erreichen und denke mir so, ja, egal, probier es einfach aus, ne? Ja, gut. Hat sich erledigt. Und das mit, wenn ich ein, zweimal faile und ich cutten möchte, das kann ich machen, brauche ich aber, glaube ich, einfach nicht. Ich glaube, das interessiert keine Sau. Es hat sich bis jetzt keiner darüber beschwert. Und solange ich nicht irgendwie 50 Tries brauche, glaube ich, ist alles Gucci. Gut, dann, warte mal, dann machen wir das einfach so, dann ist es einfacher. Die müssen wir gleich springen. Ne, das passt so von der Reichweite. Natürlich, was denn auch sonst? Steht er uns da im Weg? Wie denn auch sonst? Was denn auch sonst? Wäre sonst zu easy, ne?
Eieieiei, ich hätte das einfach Salty Mario 3D Land nennen müssen, das Let's Play. Also es ist... Eieieiei, an manchen Stellen war ich echt ein bisschen salty, aber nicht wirklich so salty, wie manche denken. Ah, egal, das habe ich schon 10.000 Mal angesprochen. Egal, wenn euch meine Saltiness gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde mich riesig freuen. Supportet den Channel, ihr wisst Leute, Support ist kein Mord und wir sehen uns dann einfach nächste Woche wieder mit Super Mario 3D Land, aka Salt Mario. Ja, also ich bin raus. Peace.